Stand by. 20 seconds. 15 seconds. 10. 5 seconds. 2. And action. This is a very good card. It's happiness, sunshine. The star also is quite a good card. Here we have the King of Swords, which could be a little bit of tension. The Hangman is someone that would want to wait around until things are settled. And the Fool is someone who really takes life as it comes. Viele Leute sind besorgt über die Zukunft. Einige befragen ihr Sternzeichen. Andere vertiefen sich in Spiritismus und Okkultes. Und wieder andere bilden mächtige politische Gruppen, um etwas zu verändern. Und manche, die es nicht ertragen können, an die Zukunft zu denken, flüchten sich in die Welt des Vergnügens und der Fantasie. Doch den Fakten kann man nicht entkommen. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs warnen Wissenschaftler uns vor der völligen Vernichtung. Und sie sind nicht allein mit ihren Vorhersagen. Auch einige Religionen lehren, dass aus dem einen oder anderen Grund die Erde vor ihrem Ende steht oder sich zumindest auf dramatische Weise verändern wird. In der Geschichte gab es immer Veränderungen und Katastrophen. Warum machen wir uns also Sorgen um die dramatischen Veränderungen, denen unsere Gesellschaft gegenübersteht? Die Antwort ist ganz einfach. Niemals zuvor waren diese Veränderungen so häufig und tiefgreifend wie in unseren modernen Zeiten. Und vor allem, nie zuvor war die Menschheit in der Lage, die Erde zu zerstören. Hinzu kommen Naturkatastrophen, die die Menschheit bedrohen. Zum Beispiel Erdbeben. Eines der ersten Erdbeben, über das ausführlich berichtet wurde, erschütterte 1755 Lissabon in Portugal. Es hinterließ nach wenigen Minuten 60.000 Tote. Seither gab es viele weitere starke Erdbeben. In den letzten 20, 30 Jahren wurden Marokko, Armenien, Mexiko, die USA, Indien und Algerien von schweren Beben heimgesucht, die Millionen das Leben kosteten. Die Bilanz des schlimmsten Erdbebens in einer dicht besiedelten Gegend Chinas war eine Dreiviertelmillion Tote, ungefähr eine weitere Million Verletzte und die Zerstörung fast aller Gebäude. Dieses Jahrhundert blieb auch nicht von anderen Naturkatastrophen verschont. Bangladesch und die USA waren wiederholt von schrecklichen Wirbelstürmen und Überschwemmungen betroffen. Dürrekatastrophen in anderen Teilen der Welt vernichteten die Ernten und führten zu großen Engpässen, zum Beispiel in Somalia, im Sudan, in Zentralafrika und Australien. Waldbrände verwüsteten große Gebiete in Australien, den USA, Spanien und Südfrankreich. Hungersnöte entstanden als Folge von politischen Unruhen oder nach Naturkatastrophen. Davon betroffen waren Länder wie Eritrea, Äthiopien, der Sudan, Somalia, der Tschad, Ruanda, Kuba und Haiti. China und die ehemalige Sowjetunion importieren riesige Mengen von Nahrungsmitteln, um ihre Ernteausfälle auszugleichen. In einigen reichen Ländern wird oftmals die Überproduktion vernichtet, um die Weltmarktpreise zu halten, während rund um den Globus jede Woche 250.000 Menschen an Hunger sterben. Ironischerweise haben die reichen Länder ihre eigenen Probleme, nämlich Überproduktion, Überweidung, Überfischung und eine enorme Umweltverschmutzung. Das Leiden und die Zerstörung hören nicht auf. Die Hilfeaufrufe sind inzwischen so zahlreich geworden, dass der Westen des Mitleids nahezu müde geworden ist. Die Tyrannei der Kriege hat es immer gegeben, aber das 20. Jahrhundert übertrifft alles vorher Dagewesene mit seinen Massakern und Massenmorden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Vereinten Nationen gegründet, um weiteres Blutvergießen zu verhindern. Doch seitdem sind über 250 Kriege ausgebrochen und 31 Millionen wurden getötet. Ganz zu schweigen von den Millionen, die auf der Flucht sind.
liftoff. Liftoff of Endeavour on America's 50th space shuttle flight. Ein weiteres Zeichen unserer Zeit ist der dramatische Zuwachs an Wissen, das sich immer schneller vermehrt. Vor der Erfindung des Buchdrucks wurden schätzungsweise 1000 Bücher pro Jahr geschrieben. Heute bekommt die Kongressbibliothek über 30.000 Bücher täglich. Nicht alle davon sind von dauerhaftem Wert und die Bibliothek behält ungefähr 7.000 Bücher pro Tag. Dennoch stellen diese Bücher eine unvorstellbare Wissensexplosion dar. Außerdem leben heute ca. 90% aller Wissenschaftler, die je gelebt haben. Und die Lawine von wissenschaftlichen Produkten und Artikeln, die sie produzieren, kann niemand mehr richtig überblicken. Nicht nur das, die Zeit zwischen Entdeckung und Anwendung des Wissens wird immer kürzer. Was aber wohl am meisten irritiert an der heutigen Zeit, ist der deutliche Zerfall der Moral unserer Gesellschaft. Die Menschen lieben nur noch sich selbst, tun alles für Geld und Vergnügen, sind korrupt und lassen sich auf mancherlei Verbrechen und Betrügereien ein. Familienbeziehungen und Ehen zerbrechen überall um uns herum. Sexuelle Perversionen werden heute von vielen als normal toleriert. Wenn man all dies insgesamt betrachtet, ist es völlig klar, dass es so wie bisher nicht mehr lange weitergehen kann. Christen, die in der Bibel lesen, werden nicht überrascht sein von diesen Bedingungen. Und sie erkennen ihre Verantwortung, sich gegen das Böse zu stellen. Sie tun es in dem Wissen, dass die Bibel ganz klar sagt, wie es mit der Menschheit enden wird. Du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Daniel beschreibt hier in einem kurzen Satz drei Ereignisse, die miteinander verknüpft sind. Das Ende der Welt, die Auferstehung und das Gericht. Die meisten von uns denken lieber, dass es bis zum Ende noch lange dauert. Dann brauchen wir uns nicht darauf vorbereiten. Doch wie viel Zeit haben wir noch? Und was sagt die Bibel über die Zeit, in der wir leben? Wir begrüßen Jeff Yilden, der uns nun mehr sagt über dieses faszinierende Thema. Nun, vielen, vielen Dank, Anthony, für die Begrüßung und ein besonders herzliches Willkommen allen, die heute hier im Saal sind, sowie all denen, die unser Programm anschauen auf Video. Das heutige Thema ist ein wirklich sehr wichtiges. Sehen Sie, die Wiederkunft Jesu Christi ist die einzige richtige Antwort auf die Probleme in unserer Welt von heute. In unserem Studium schauen wir auf die letzten Ereignisse, die geschildert sind in dem Buch des Daniel. So öffnen wir unsere Bibel und gehen ins Buch Daniel, ins 12. Kapitel und lesen Vers 1. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Ist es nicht wundervoll, das zu wissen? Wir kennen den großen Fürsten, der heute für uns eintritt. Sehen Sie, viele Bibelleser sehen in Michael einen Namen für Jesus Christus. Und es ist wundervoll und beruhigend zu sehen, wie sich dieser Michael einsetzt für uns. Nun beachten Sie den letzten Teil dieses Verses. Dort wird betont, warum es so wichtig ist, dass Michael eintritt für uns. Jesus Christus, unser großer Gott und Erlöser, setzt sich ein für uns und wird alle die befreien, deren Namen geschrieben sind in dem Buch des Lebens. Doch dann, wenn Michael anfängt, Gottes Volk zu befreien und es vor dem Antichristen schützt, da werden Konflikte entstehen, wie sie niemals vorher gewesen sind. Doch es gibt gute Nachricht für Gottes Freunde. Wenn diese große Krise kommt, werden Gottes Nachfolger von Gott selbst bewahrt und umsorgt werden während dieser Zeit. Sie erinnern sich bestimmt, wie Gott die drei Hebräer aus dem Feuerofen und Daniel aus der Löwengrube befreite. In beiden Fällen war Jesus mit diesen Menschen und befreite sie aus ihrer furchtbaren Not. So wird's in der letzten Zeit sein. Gottes Nachfolger werden durch schwierige Zeit müssen, aber Christus wird uns helfen, wie er es auch damals tat. Nach dieser Zeitspanne werden dann die Gerechten auferstehen. Lesen wir Daniel 12. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande.
Und Paulus beschrieb es so: Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Wissen Sie, genau das mag ich an der Bibel. Sie ist so einfach und so klar. Sehen Sie, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, werden die gerechten Toten auferstehen und dann zusammen mit den Lebenden auch befreit und entrückt. Sie kommen Jesus Christus entgegen. Wissen Sie, das zweite Kommen Jesu ist eine der größten Lehren in der ganzen Bibel. Sie wird ja mehr als 300 Mal allein im Neuen Testament genannt. Sehen Sie, einer der ersten Abschnitte, die ich einmal gelernt habe aus der Bibel, ist Johannes im 14. Kapitel, Verse 1 bis 3. Hören Sie. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus selbst hat versprochen, dass er wiederkommen will. Die Bibel sagt auch, wie Jesus wiederkehrt. Das können wir in Apostelgeschichte nachlesen, und zwar im ersten Kapitel in den Versen 9 bis 11. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Diese Verse zeigen uns, Jesus kommt einmal wieder beim zweiten Mal, in sehr ähnlicher Weise, wie er auffuhr gen Himmel beim ersten Mal. Sehen Sie, es steht dort in dem Vers, derselbe Jesus. Der wird so kommen in gleicher Weise. Mit anderen Worten, es geschieht dann in derselben Weise beim zweiten Mal, wenn er wiederkommt zur Erde, wie er damals zum Himmel auffuhr. Das heißt, seine Nachfolger sahen, wie er gen Himmel fuhr. Er fuhr persönlich in den Himmel. So können wir erwarten, wenn Jesus einmal wiederkommt, dann kommt er sichtbar, sodass er von jedem gesehen werden kann. Er kommt auch ganz persönlich. Er selber wird erscheinen. Sehen Sie, als Jesus über sein Erscheinen in Matthäus Kapitel 24 sprach, sagte er, dass sein Kommen etwas sein wird, das die ganze Welt dann sieht. Nicht nur die Gerechten, sondern ebenfalls die Gottlosen. Natürlich reagieren sie sehr verschieden, denn die Gerechten sind froh, wenn er dann kommt, während die Bösen klagen. Ich möchte Ihnen das jetzt vorlesen aus dem Buch Matthäus. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden, und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Sehen Sie, alle können sehen, wie Jesus kommt. Es wird dann etwas geschehen, das die ganze Welt sehen wird. Darüber redet eine andere Bezugsquelle, und zwar diesmal im Buch Offenbarung. Dort steht, dass jedes Auge sieht, wie Jesus kommt. Das heißt beide, die Gerechten und die Gottlosen. Es steht in Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Jedes Auge heißt auch, die Jesus durchbohrt haben, die ihn getötet haben. Sie werden auferstehen, offensichtlich in einer besonderen Auferstehung. Sehen Sie, da geschieht doch nichts Geheimes bei der Wiederkunft Jesu. Tatsächlich, Jesus sagt es selbst, ich will es Ihnen zeigen. Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Jeder, der behauptet, die Wiederkunft Jesu sei heimlich, ist abzulehnen. Und Jesus sagt, wir sollten das keinem glauben. Und dann, im nächsten Vers nennt er das Leuchten eines Blitzes zur Darstellung von Christi Rückkehr. Das steht in Matthäus 24. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein.
Ein Blitz ist absolut unübersehbar. Und genauso sichtbar und offenkundig kommt Christus auch wieder. Da ist offensichtlich überhaupt nichts Geheimes bei der Wiederkunft Jesu, so wie es nichts Geheimes gibt an Gewittern. Ich meine, wenn da so ein Sturm aufzieht, ist es unmöglich, das Gewitter zu übersehen. Es leuchtet überall. Genauso wird Jesu Kommen einst stattfinden. Niemand wird ihn übersehen können. Ich meine, lesen wir doch diese Verse in 1. Thessalonicher, wo Paulus uns über das Kommen Jesu und die Geräusche erzählt, die dabei zu hören sind, wenn Christus erscheint. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Nun, das Kommen Jesu, auf das Paulus uns hier verweist, ist doch dann, wenn er kommt zur Auferstehung der Gerechten. Weil er ja sagt, dass es als allererstes dann geschehen soll, dass die Toten in Christus auferstehen werden. Dann der nächste Vers, Vers 17, erklärt weiter. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Nun, genau zu derselben Zeit, wenn die gerechten Toten auferstehen, sollen die lebenden Gerechten dann auch entrückt werden, dem Herrn entgegen. Nun, das heißt, zu dieser Zeit wird Jesus erscheinen und er sammelt oder bringt sie dann heim, die Gerechten. Das heißt, er nimmt sie gen Himmel. Dazu hört man Getöse und Geräusche. Die Trompeten sollen erschallen. Aber was es einfach nicht gibt, ist eine leise Trompete. Das ist die Trompete, die erschallt zur Ankündigung für jedermann auf der Erde. Jesus ist gekommen. Wissen Sie, dieses Instrument rüttelt auf oder es fesselt Hörer mit ihren Klängen. In der Vergangenheit wurden Trompeten oft eingesetzt zur Ordnung von Soldaten, die zum Kampf marschierten. Gott verkündet das Erscheinen Christi beim zweiten Mal durch Blasen der himmlischen Trompeten. Er weckt dadurch die ganze Welt und verkündet seine Rückkehr. Und die Gerechten, die dann noch leben auf der Erde, sollen entrückt werden und mit Jesus regieren, zusammen mit den gerechten Toten, die dann auch auferstehen. Also diese zwei Gruppen treffen sich mit Jesus in der Luft. Das heißt, wenn Jesus erscheint beim zweiten Mal, dann wird er die Erde nicht berühren. Sie erinnern sich bestimmt noch an die 1000 Jahre, die wir studiert haben. Erst ganz am Ende, wenn die heilige Stadt von Gott aus dem Himmel kommt, wird auch Jesus die Erde betreten. Am Tag der Wiederkunft, wenn die Trompete erschallt, ruft er zu allen Toten in ihren Gräbern, kommt hervor. Und es scheint mir, dass dies Geschehen sehr viel lauter sein wird als alles zuvor, weil dann die Geräusche der letzten paar tausend Jahre übertroffen werden von Getöse und Musik und dem Schall der Stimme des Herrn Jesus Christus. Sehen Sie, unter den vielen christlichen Kirchen gibt es auch eine Lehre, die bekannt ist als die geheime Entrückung. Diese Lehre beinhaltet, Christus kommt ganz heimlich. Eines Morgens werden Leute aufwachen und feststellen, dass andere verschwunden sind. Was ist mit ihnen passiert, fragen sie. Wohin sind sie verschwunden? Nun, es wird gesagt, dass Jesus gekommen sei und sie entrückt habe. So stellen sich tatsächlich viele das zweite Kommen Jesu Christi vor. Die zurückbleiben auf der Erde stürzen dann folglich mitten in eine furchtbare Zeit der Trübsal, in der das Malzeichen des Tieres verbreitet wird auf der Erde und der Antichrist erscheinen wird. Nun, ich denke, dass viele von Ihnen damit Schwierigkeiten haben, das in Einklang zu bringen mit dem, was wir lasen aus der Bibel. Sie sagt doch, Christus wird wiederkommen, genauso wie er damals gen Himmel fuhr. Wir wissen ja, persönlich ging er davon und auch sichtbar. Die Bibel macht es doch sehr klar, dass die Gerechten nicht geheim entrückt werden aus dieser Welt, bevor die letzte Zeit der Trübsal kommt. Sie alle bleiben auf der Erde während dieser Trübsal. Aber die großartige Nachricht ist, dass Gott bei ihnen sein wird in dieser Trübsal, so wie er mit Daniel, mit Schadrach, Meschach und Abednego war. Gott beschützt seine Nachfolger in dieser furchtbaren Zeit. Nun, Sie mögen sagen, wieso wird denn so eine Lehre verkündigt und geglaubt von so vielen Menschen? Nun, diejenigen, die das lehren, glauben, dass Gott die heutige Nation Israel in besonderer Weise benutzen wird, um die Welt zu evangelisieren. Das bedeutet, dass dann die Gemeinde in der Welt nicht mehr gebraucht würde.
Deshalb entrücke Gott die Gemeinde, sodass der Weg frei sei für Israels Weltevangelisation. Doch das Problem mit dieser Theorie ist, dass die Bibel lehrt, dass in neutestamentlicher Zeit Gott nur einen einzigen Weg benutzt zur Evangelisation der Welt, und das ist die Gemeinde. Die Bibel sagt, dass die Gemeinde eingesetzt wird bis zum Ende der Zeit. Deshalb die Idee, dass Gott die Gemeinde entrückt und den Weg frei macht für Israel, wird nirgendwo so gelehrt in der Bibel. Die ganze Theorie, die baut auf wirklich rutschigem Sand. Wissen Sie, vielleicht müssen wir uns darüber klar werden, was so die Umstände waren zur Entstehung für diese Lehre. Weil ich Ihnen sagen kann, dass es eine recht junge Lehre ist und sie entstanden ist als Folge der Ereignisse der protestantischen Reformation. Ich will's erklären. Beginnt jemand mit dem Studium von Daniel und seinem Begleitbuch Offenbarung, so gibt es drei Wege für eine Interpretation der Prophetie. Da gibt es zunächst die präteristische Weise. Das ist die Sicht, dass die Prophezeiungen von Daniel und Offenbarung sich alle schon in der Vergangenheit erfüllt haben. Daniel zum Beispiel in der Zeit von Antiochos Epiphanes, die Offenbarung, zu der Zeit der römischen Kaiser. Und aus diesem Grund hat keine der Prophezeiungen heute noch Bedeutung. Nun, die zweite Methode ist die futuristische Weise. Sie sieht die Erfüllung aller Prophezeiungen als zukünftig an. Danach haben sich die meisten Prophezeiungen noch nicht erfüllt. Wer Entrückung lehrt, ist Futurist. Nach deren Vorstellungen sind nur Offenbarung Kapitel 1, 2 und 3 dann die einzigen historischen Kapitel der Offenbarung. Und von Offenbarung Kapitel 4, Vers 1 an, wo Johannes hört, komm nun herauf, geschieht die Entrückung. Und folgerichtig, das, was dann beschrieben ist, geschieht nach der Entrückung. Nun, die dritte Methode zur Auslegung von Prophetie ist die historische Methode. Das ist die Auslegungsweise, der wir in diesem Programm gefolgt sind. Sie sieht den Ausgangspunkt der Prophetie in der Zeit des Propheten und folgt ihr danach durch den Lauf der Geschichte und gipfelt dann am Ende der Zeit, wenn Jesus erscheint. Übrigens, diese Methode der Interpretation hat man vorwiegend angewandt in der christlichen Kirche während der letzten 2000 Jahre. Die präteristische und futuristische Methode der Interpretation sind beide noch relativ jung. Ich will das zeigen. Die großen Reformatoren, Martin Luther, Johann Calvin, Zwingli, sie alle bedienten sich ständig der historischen Methode. Sie sahen in dem Papsttum den großen Widersacher von Gottes Volk im Mittelalter. Und es war dieses Verständnis von Prophetie, das ihnen Mut verlieh für ihren Protest und Beginn der Reformation. Das heißt, jeder der Reformatoren hielt das Papsttum für den Antichristen. Natürlich gefiel es der katholischen Kirche nicht, dass die Reformatoren sie als Hure, als Tier und als das kleine Horn bezeichneten. Die katholische Kirche beauftragte zwei Jesuitenpriester zur Findung von Alternativen, zur Auslegung von Daniel und Offenbarung. Sie wollten die Beschuldigung abwenden von der katholischen Kirche. Sie entwickelten zwei völlig verschiedene Auslegungsmethoden für Prophetie. Alcazar zum Beispiel entwickelte die präteristische Methode, die versucht zu zeigen, dass die Erfüllung der Prophezeiung Daniels geschah, bevor die Päpste jemals lebten und jemals regierten in Rom und deshalb auch keine Anwendung möglich sei auf das Papsttum. Auf der anderen Seite hat der Jesuit Ribera es versucht zu zeigen, dass die Erfüllung der Prophezeiungen noch sehr, sehr weit in der Zukunft liegt. So kann sie sich nicht beziehen auf Rom, sondern eher auf irgendjemand, eine noch unbekannte Person, die regieren würde für drei harte Jahre. Nun, Ribera entwickelte diese Methode circa 1580 nach Christus. Danach hatte dann die futuristische Methode aus der Zeit der Gegenreformation viel Einfluss auf den Protestantismus. Sie kam zum Vorschein im 19. Jahrhundert bei den Plymouth-Brüdern, als eine Frau namens Margaret MacDonald eine Offenbarung hatte, bei der sie angeblich in Zungen sprechen konnte. Sie sagte, dass es eine geheime Entrückung geben werde. Nun, jahrelang lehrten das hauptsächlich zunächst ein paar extreme protestantische Gruppen, solche, die in Zungen sprachen. Als jedoch die Scofield Reference Bibel herauskam mit Fußnoten innerhalb dieser Bibel, die die heimliche Entrückung unterstützten, wurden etliche Christen beeinflusst und übernahmen diese Idee.
Das Entscheidende geschah erst durch Hal Lindseys Buch The Late Great Planet Earth, vielleicht haben Sie davon gehört. Durch die Veröffentlichung konnte sich die Lehre einer heimlichen Entrückung dann sehr weit verbreiten. Und heute haben viele Protestanten, ja besonders viele protestantische Freikirchen, das angenommen und lehren dies auch, ohne sich im Klaren zu sein. Die Lehre kommt eigentlich von der römisch-katholischen Kirche. Aber da ist eine weitere Sache, die gelehrt wird durch Verfechter der Lehre der heimlichen Entrückung. Das müssen wir uns auch anschauen. Sie sagen uns, dass die Kirche nicht hierbleiben wird während der Zeit der Trübsal oder der letzten Bedrängnis. Und der Antichrist wird erst auftreten können nachher, wenn die genannte Entrückung stattfand. Nun lesen wir doch dazu, was Daniel uns selbst sagte. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Ganz einfach und deutlich sagt Daniel, dass sie, während die große Bedrängnis noch andauert für Gottes Nachfolger, da noch geschützt werden. Das heißt, die Bewahrung kommt damit nicht vor der Bedrängnis, sondern währenddessen. Sehen Sie, durchdenken wir nochmals das ganze Buch Daniel, werden wir bestimmt sehen, dass Gott schon immer bewahrt und geschützt hat in Trübsal und nicht vor Trübsal. Als die drei Hebräer zum Beispiel in den Feuerofen geworfen wurden, stand Jesus mitten unter ihnen. Als Daniel in die Löwengrube geworfen wurde, war ein Engel bei ihm und schloss den Löwen das Maul. Und wir wissen, die Geschichten im Buch Daniel illustrieren die Kämpfe, durch die die Nachfolger Gottes dann gehen müssen in der letzten Zeit. Nun, Daniel zeigt uns so, Gottes Nachfolger gehen durch eine Trübsal, doch sie werden beschützt während der kommenden Bedrängnis. Lesen Sie mit mir noch einen Vers zu diesen sieben letzten Plagen, die unsere Welt treffen, kurz bevor Jesus erscheint. Er heißt: Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Gott verspricht keine Aufhebung von den Plagen, sondern Bewahrung auch inmitten dieser Plagen. Das heißt, Probleme werden überall dann sein, aber sie werden Gottes Volk nicht überwinden. Lesen Sie wieder aus 2. Thessalonicher mit mir. Und hier werden Sie merken, Paulus macht den Punkt wirklich sehr, sehr klar und sagt, Jesus wird erst wiederkommen zur Erde nach dem Erscheinen des Antichristen. Ich lese es vor. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst. Weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag, damit ist die Wiederkunft gemeint, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Sünde geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Wie Sie gesehen haben, hier in Vers 1, Paulus redet über das Kommen Jesu. Und in Vers 2 sagt er, dass damals einige meinten zu Paulus Zeit, dass Jesus wiederkommen würde im ersten Jahrhundert, und Paulus sagt, nein, Jesus kann doch nicht wiederkommen im ersten Jahrhundert, weil erst ein großer Abfall oder eine große Abtrünnigkeit stattfinden wird. Und in Vers 3 wird uns gesagt, der Antichrist und das Mahlzeichen des Bösen und die Sache mit der 666, alles, was er uns sagt, von dem wird erst einmal stattfinden, wodurch Paulus uns einfach sagt, dass Jesu Kommen nicht stattfinden wird auf dieser Erde, bevor der Mensch der Sünde, der Antichrist, die Zahl 666, alles sich offenbart hat. Und Paulus' Hauptpunkt in diesem Abschnitt hier ist, der Antichrist kommt zuerst und wird sich gänzlich offenbaren, bevor Jesus erscheint. Nun schauen Sie, Paulus spricht hier in 2. Thessalonicher doch genau das Gegenteil an zu dieser Lehre der heimlichen Entrückung. Denn er erklärt einfach und klar, dieser Tag, an dem wir zusammengerufen werden zur Begegnung Christi, wird nicht kommen, ehe der Mensch der Sünde oder der Antichrist kommt. Nun beachten Sie Vers 8 etwas weiter im Text von 2. Thessalonicher 2.
Und dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Es wäre doch wirklich unlogisch, wenn der Antichrist vernichtet werden würde durch Christi kommen, wenn er erst aufträte nach Christi kommen. Aber noch einen Vers müssen wir uns anschauen bei der Diskussion des Themas. Es ist eine Aussage, die damals Jesus machte, und zwar hier in Matthäus, dem 24. Kapitel. Hören Sie. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Die an die Entrückung glauben, sagen, dieser Abschnitt zeige, dass bei Jesu kommen eine Person dabei verschwinden wird in der Entrückung, während eine andere Person zurückbleibt auf Erden und weiterleben wird durch die große Trübsal. Aber das Problem ist, Matthäus Kapitel 24 sagt uns nicht, dass die, die zurückbleiben auf Erden, noch irgendwie weiter aktiv sind nach der Erscheinung Jesu. Achten wir auf den Kontext dieser Angaben, denn der wird vielfach hier ignoriert. Matthäus Kapitel 24, Verse 7 bis 29 beschreibt eine Parallele zwischen dem Ende der Zeit und Noahs Zeit. In der Endzeit wird es so sein wie zu Noahs Zeit. Es kamen zu Noahs Zeit 8 Menschen in die Arche, der Rest nicht. So geschieht es wieder, wenn Jesus kommt. Manche werden mitgehen. Andere bleiben zurück. Das heißt, zu Noahs Zeit und in der letzten Zeit gibt es Menschen, die zurückbleiben. Zu Noahs Zeiten wurden diese Leute vernichtet in der Flut. In der letzten Zeit werden diese Leute diesmal vernichtet von der Wirkung der Erscheinung Christi. Und ferner Lukas Kapitel 17, Vers 37, das ist ein Parallelkapitel zu Matthäus 24, zeigt uns, wie ihre Leiber verzehrt werden von Geiern. Anders gesagt, zu Noahs Zeiten und in der letzten Zeit werden diese Leute nicht zurückbleiben und einfach weiterleben auf der Erde. Beide Gruppen werden vernichtet. Nirgendwo sagt die Bibel uns doch, dass die, die zurückbleiben, eine zweite Gelegenheit hätten oder sonst eine Chance nach der sogenannten Entrückung. Sehen Sie, der Kontext dieses Verses macht uns klar, dass die, die zurückbleiben, alle umkommen. Und zwar werden sich die Gottlosen dann verstecken, wenn Jesus erscheint zum zweiten Mal. Schauen wir uns das an. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. So ist es klar, die Gottlosen sehen Christi Rückkehr. Nun nach den Vertretern der Entrückung erfahren die Gottlosen nichts von Christi kommen. Welch ein Kontrast dazu ist die Antwort der Gerechten. Sie warten schon lange auf Jesu Erscheinen. Hören Sie, was Offenbarung 19, 5 und 6 sagt. Und eine Stimme ging aus von dem Thron, lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Was ist das für ein Kontrast? Während böse schreien, Felsen und auch Berge fallen nun über uns, sind da die Gerechten und preisen Gott und ehren ihn, weil nun Jesus zurückkommt. Sehen Sie, eins der wohl stärksten Kapitel in der ganzen Bibel ist Matthäus Kapitel 24. Es ist Teil einer Antwort Jesu auf eine Anfrage, die die Jünger ihm gestellt hatten eines Tages auf dem Ölberg. Sie sagten, laut Matthäus 24, Vers 3, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Sehen Sie, der Rest dieses Kapitels zeigt uns dann Vers für Vers all die Zeichen nacheinander, die geschehen werden auf der Erde, bevor Jesus erscheint.
Schauen Sie, ich zeige Ihnen ein paar von diesen großen Zeichen. Vers 6 sagt, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Und dann in Vers 7. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Dann weiter unten, Vers 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Zeichen werden also geschehen an der Sonne, dem Mond und den Sternen. Aufgelistet sind in neutestamentlichen Abschnitten auch Dinge wie eine rapide Ansammlung von Wohlstand, während es zur selben Zeit auch große Arbeitsprobleme gibt auf der Welt. Die Bibel kündigt auch ein großes Wachstum an Erkenntnis an, kurz bevor Jesus erscheint. Auch in der Fähigkeit der Nationen zur Zerstörung der Erde, kurz bevor Jesus erscheint. Sie nennt Zunahme des moralischen Verfalls und Kriminalität, ein Jagen nach Vergnügen, das Scheitern vieler Familienbeziehungen, sexuelle Perversionen jeglicher Art, den Rückgang von echter Spiritualität und weit verbreitete Ablehnung von der Lehre, dass Jesus erneut erscheint. Und gleichzeitig wächst der Wunsch nach beruhigenden Predigten, die einfach sind. Aber auf der anderen Seite, also der positiven Seite, wird eine Botschaft weltweit verkündigt, die sagt, Jesus wird bald erscheinen. Dann gibt es eine Wiederentdeckung von außer Acht gelassenen Lehren, die bekannt waren schon am Anfang der Geschichte. Und auch in der letzten Zeit soll eine kleine Schar die Botschaften verkündigen. Sie stehen gewissenhaft zu Gott und halten seine Gebote. Und sie bewahren den Glauben an Jesus. Wissen Sie, wenn wir sehen, dass das um uns herum alles geschieht, wird doch klar, dass alles sind Hinweise, die uns sagen sollen, Jesus wird bald erscheinen. Obwohl keiner von uns die genaue Zeit oder Stunde von Jesu Erscheinen kennt, sagte er, wenn ihr seht, dass diese Dinge einst stattfinden, und er nannte all die Zeichen, die dann hier stattfinden sollen, wisst, dass mein Kommen nah ist, und zwar vor der Tür. Schauen Sie, ich lese es aus Matthäus 24. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wenn ich Sie besuchen möchte und ich vor Ihrem Haus stehe, und zwar an der Haustür, dann bin ich schon nah dran, oder? Genauso sagt Jesus, alle diese Dinge zeigen euch an, mein Kommen ist nah, wirklich sehr, sehr nah. Obwohl keiner von uns heute weiß, an welchem Tag er genau wiederkehrt, wissen wir doch, es kann nicht sehr lange dauern. Und deshalb fordert uns Jesus ständig dazu auf, seid bereit. Sehen Sie, das Kommen Jesu kann so nahe dran sein wie unser letzter Herzschlag. Beachten Sie, wenn wir einmal sterben, ist doch das Kommen Jesu für uns das nächste Geschehen, das wir erleben. Deshalb wird uns gesagt, seid bereit und lebt, als ob Christi kommen schon morgen wäre. Sie sehen, während die Bibel uns umfassend warnt vor dem kommenden Geschehen, wird die genaue Zeit uns nicht geschildert. Und so denke ich, ist es entscheidend, dass wir verstehen, was kommt und bereit dafür sind. So lassen Sie uns einen Moment zurückblicken auf diese Punkte. Jesus nennt eine Fülle von Zeichen, die geschehen werden. Vor dem zweiten Kommen von Jesus. Wir fassen zusammen. Jesus sagte, an welchem Tag und zu welcher Stunde er wiederkommen wird, ist ein Geheimnis, das nur sein Vater weiß. Doch Jesus sagte auch, seid wachsam, damit ihr bereit seid. Und dann erklärte er, welche Anzeichen darauf hinweisen, dass er bald wiederkommen wird. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, alsdann flieht auf die Berge. Die Christen verbreiten immer noch die gute Nachricht von Jesus in aller Welt.
Es gibt nur wenige Orte, wo man den Namen Jesus noch nicht gehört hat. Täglich nehmen Tausende das Geschenk der Erlösung durch Jesus an. Während Jesus sich vorbereitet, seine Nachfolger zu befreien und die letzte große Auflehnung zu zerschlagen, gerät die Welt in eine Krisenzeit wie nie zuvor. Weil der Feind Gottes und der Menschen merkt, dass es dem Ende zugeht, wird er alles tun, was er kann, um Zerstörung und Verwüstung anzurichten. Die Bibel beschreibt diese Zeit als Zeit der Trübsal, wie sie nie gewesen ist. All diese Ereignisse werden unsere Welt bald an den Rand des Abgrundes bringen, ehe Jesus wiederkommt und die Menschen rettet. Anders als beim ersten Kommen hier nach Bethlehem, wird das zweite Kommen Jesu die größte Sound- und Lightshow, die Menschen je erlebt haben. Jahrhunderte schien Gott geschwiegen zu haben, doch nun, plötzlich, spricht er und alle Welt wird Zeuge davon. Wenn Jesus wiederkommt, werden zuerst die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Sie werden mit den lebenden Gläubigen Jesus entgegengeführt, um ihm zu begegnen. Jesus sagte, dass er genauso wiederkommen wird, wie er hier vom Ölberg aufstieg vor über 2000 Jahren. Die Himmelfahrt war sichtbar und persönlich. Und seine Wiederkunft wird genauso sein. Und die Bibel sagt, dass jedes Auge ihn sehen wird. Das widerspricht der Vorstellung einer heimlichen Entrückung. Diese populäre Anschauung sagt, Jesus komme heimlich wieder und seine Anhänger würden vor der letzten Krisenzeit entrückt. Allerdings macht die Bibel klar, dass die Gerechten die kommende Krise auf Erden erleben werden, jedoch von Gottes Engeln beschützt werden. Doch wie kommt es zu so einer Lehre? Viele Befürworter der heimlichen Entrückung glauben, dass Gott die heutige Nation Israel für eine letzte große Weltevangelisation benutzen wird und nicht die Gemeinde. Doch die Bibel sagt eindeutig, dass die Gemeinde den Auftrag hat, die gute Nachricht zu verkündigen, bis ans Ende der Zeit. Es wird auch behauptet, dass die Gerechten vor der kommenden Krise entrückt werden. Doch Daniel erklärt deutlich, dass Gottes Nachfolger aus der kommenden Krise befreit werden, so wie er aus der Löwengrube. Außerdem behaupten die Befürworter der heimlichen Entrückung, dass der Antichrist erst nach der Wiederkunft Christi auftritt, wenn die Gerechten dann schon bei Christus sind. Denn der Apostel Paulus sagt unmissverständlich, dass Christus nicht kommen wird, bis der Antichrist da gewesen ist. Und er sagt, dass der Antichrist umkommen wird durch den Glanz von Jesu Wiederkunft. Es ist nicht allein der Antichrist, der umkommen wird. Die Bibel sagt, dass die Gottlosen vor Furcht vergehen. Sie wünschen, dass Felsen und Berge über sie fallen und sie verstecken vor dem Angesicht Gottes. In diesem Moment wird allen bewusst werden, was die Welt als erstrebenswert angeboten hatte, war leer und wertlos. Werden wir bereit sein für diesen bedeutsamen Abschluss der Weltgeschichte? Gottes Gesetz und sein liebevolles Handeln erweisen sich als gerecht. Und die, die Christus treu geblieben sind, werden mit ihm in einer neuen Welt leben können, die er für sie vorbereitet hat. Nicht umsonst nennt Paulus die Ankunft Jesu eine besondere Hoffnung. Wissen Sie, es ist unsere einzige Hoffnung. Ich meine darum, die wichtigste Sache, die wir heute tun können, ist bereit zu sein für das große Geschehen, oder? Nehmen wir doch jetzt unser Stück Papier einfach zur Hand, auf dem wir bisher unsere Notizen machten, und nutzen es jetzt für unsere Entscheidung zu dem Herrn Jesus Christus. Sehen Sie, ich möchte das aufschreiben, meine Entscheidung. Ich sage Ihnen, was ich dem Herrn heute sage. Herr, hilf mir, bereit zu sein für dein baldiges Kommen. Sehen Sie, wenn wir solch eine Entscheidung treffen, wird Gott uns helfen, dass wir bereit sind für diesen Tag. Mal ganz ehrlich gesagt, was ist denn wichtiger in der letzten Zeit als die Bereitschaft für sein Erscheinen? Und deshalb möchte ich Ihnen auch zureden, das aufzuschreiben auf Ihr Stück Papier. Es ist wichtig, dass wir es festhalten als Entscheidung und da das formulieren und reagieren auf das, was wir als richtig erkannt haben. Ansonsten wird es wirklich schwer für uns, je darauf zu reagieren in der Zukunft. Deshalb will ich immer, wenn der Herr mich anspricht, auch darauf antworten. Dann weiß ich, es wird leichter, darauf zu antworten in der Zukunft. Herr, hilf mir, bereit zu sein für dein Erscheinen.
Ich bin sicher, jeder von uns möchte bereit sein für diesen wundervollen Tag. Nun lassen Sie uns gemeinsam beten, dass Gott uns helfen soll, bereit zu sein für sein Erscheinen. Wir wollen beten. Unser guter himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir wissen dürfen, Jesus kommt bald wieder. Danke, Herr, dass diese Wahrheit über 300 Mal allein im Neuen Testament erwähnt wird und dass Jesus selbst gesagt hat, ich komme wieder. Und das Wichtigste für uns ist, dass wir uns heute vorbereiten auf dieses wunderbare Ereignis. Bitte hilf uns, jedem Einzelnen hier in unserem Publikum und den Zuschauern vor dem Video, dass wir uns von Herzen entscheiden, dass wir bereit sein wollen für diesen wunderbaren Tag und dass auch niemand, weder Arbeit, noch Geld, noch Beruf, nichts uns hindern kann, dir zu folgen und dem treu zu sein, was wir als richtig erkannt haben. Herr, bitte segne uns alle. Segne alle Zuschauer und alle Zuhörer. Und wenn Jesus wiederkommt, der Himmel weicht wie eine Buchrolle. Hilf uns, dass wir dann bereit sind an diesem wunderbaren Tag. Wir bitten in Jesu Namen. Amen. Wissen Sie, unser nächstes Programm behandelt, das möchte ich sagen, eins der wohl wichtigsten Themen, denen man überhaupt heutzutage begegnet. Es lautet das Mahlzeichen des Tieres und das Siegel Gottes. Jeder Mensch auf Erden erhält dann entweder das Merkmal Gottes oder das Mahlzeichen des Tieres. Was ist das Mahlzeichen des Tieres und wer wird es bekommen? Nun, ich werde es Ihnen vorstellen und Ihnen diese wichtige Botschaft darlegen, nächstes Mal. Und bis dahin, auf Wiedersehen und Gott behüte Sie alle.